So, hi Leute, falls ihr euch wundert, ich hatte den Boss letzten Abend eigentlich besiegt, aber er hat es nicht aufgenommen. Er hat es einfach nicht aufgenommen. Das heißt, wenn ihr die Cutscene aber mal sehen wollt, dann verlinke ich sie euch gerne in der Beschreibung. Ansonsten, ja, aber der große Schlüssel war oben, im oberen Geschoss. Und zwar mussten wir für den noch so einen komischen Feuertänzer besiegen. Nee. Und der hat uns dann einen weiteren Raum aufgeschlossen, wo wir den großen Schlüssel gefunden haben. Dann habe ich die Plattform ein bisschen verändert und bin oben über die Brücke drüber gesprungen zum Bossraum. Und den werden wir dann auch gleich sehen. Jetzt machen wir erstmal hier, dass wir den Typen da wieder bekommen, weil wir müssen ja in den Tempel. Denn danke dieses Spiels kann man die Bosse ja nochmal machen und ja. Ich zeige euch gleich die Bestätigung, dass ich den Boss bereits gestern schon geschafft habe. Und zwar einen Blick in das Menü. Da seht ihr ihn. Gottes Vermächtnis. So, dann würde ich jetzt sagen, erklimmen wir erstmal wieder den Berg. Bis nach oben müssen wir zum Glück nicht, weil es gibt ein nettes Portsystem zum Boss hin. Und das machen wir uns zunutze. Weil ich habe keinen Bock, den ganzen weiten Weg wieder aufzukraxeln. Und wenn er noch Zeit sein sollte im Part, dann... Aua. Dann werden wir vielleicht sogar noch die Pulverfass-Challenge und das Rennen machen. Dass ich mich dann im nächsten Part ganz in Ruhe Pekidiania widmen kann. So, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt geht's erstmal los. So. Du, der mein Vermächtnis trägst. Kehre zurück zum heiligen Ort, um mir gegenüberzutreten. Ja, das ist eins dieser Portfelder. Jetzt können wir quasi normal machen. Und was für ein Glück, dass es das gibt. Ich glaube, die Cutscene wird es dann nicht nochmal geben. Deswegen werde ich euch entweder die Cutscene reinschneiden oder... Ja, doch, ich werde sie euch, glaube ich, reinschneiden, falls ich sie irgendwo finde, dass ihr die Cutscene dann sehen könnt. So, da ist unser Freund. Und zuallererst müssen wir mal ihn aus dem Eis befreien. Das... machen wir folgendermaßen. Erstmal hübsch auftanken, das Ganze. So, Goronenmaske bereit. Der andere hat Traum. Gaff. So, und jetzt versuche ich das mal anders als letztes Mal. Ich werde ihn mal versuchen, von vorne anzugreifen. Also, was auf die Hörner. Ich weiß, es geht auch, dass ich ihm quasi auf den Rücken springen kann, aber ich will es auch mal so versuchen. Das müsste theoretisch auch gehen. Ja, das ist jetzt mal quasi eine andere Taktik. Und immer schön hier die Felder mitnehmen, also die grünen Kannen. Allerdings nicht gleich als auf braun. Ja, jetzt macht er seine komische Attacke hier mit seinen Laserstrahlen. Und ich mache ihn doch. Ich verpasse ihn doch mal einen heftigen Arschtritt.
Weil im Grunde ist er eigentlich einfach der Boss. So, mal abkürzen, gleich haben wir ihn. Ich krieg dich. Bäh. Bäh. Bam, take this. Ja, Taya, wir wissen, wie wir ihn besiegen können. Mussten es nicht besser noch sagen. So, komm. Ja, starte dein Spin Rolling. Komm schon, Link. Jawohl. Gucken jetzt. Bam, bam. Alter, bleibst du wohl hier, du Bitch? Nein, nicht den Spin-Jump ausmachen. Komm schon. Mach schneller. Ich krieg dich. Take this. Das. Wow, er wird schon schneller langsam. Nützt ihm auch nichts mehr. Jetzt macht er seinen Laser. Ah, das war knapp. Er qualmt schon. Stirb. Shit, volle Kanne drin geflogen. Das ist ein bisschen nervig mit seinem komischen Laser. Ansonsten ist er doch recht einfach und er qualmt schon. Das heißt, er ist bald fertig. Wir haben ihn bald. Da! Was hat er jetzt gemacht? Hat er mich zurückgeschlagen oder was? Ja, und toll, ne? Treff mich auch noch. Komm, jetzt machen wir dich fertig. Nein, nicht gegen die Wand. Bah. Oh, diese beschissenen Irrlichter. So, jetzt komm. Mann! Oh, nee, sorry, aber das muss jetzt sein. Und voll in die Bombe rein, was machst du denn? Er ist doch schon fast fertig, komm schon. Ach komm, andere Richtung. Aus dem Wegschriftzug. Kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. So, jetzt treff mich bitte nicht mit deinem scheiß Laser. Stirb endlich. Wieso springe ich... Wieso gerate ich immer in das scheiß Ding rein? Ah.
komm, jetzt stirb mal langsam. Jetzt ist genug gespielt. Jetzt mache ich auch wirklich ernst. Komm, Gnadenstoß. Kipp endlich um. Boah, diese Drecksteine. So, komm in your fucking face. Laser hin und her, ich mach ihn jetzt so. Ich ramm ihm jetzt voll ins Gesicht. Ja, das war's, Freundchen. In your face. Ja, komm, renn gegen die Wand. So, da habt ihr den Sieg gegen ihn. Und die Cutscene, glaube ich, gibt es jetzt nicht nochmal, oder? Ich glaube nicht. So, die Maske ist ja weg, die haben wir schon. Nee, die Cutscene ist leider weg. Das heißt, ich werde sie wohl verlinken müssen. Gut, ja. Da die Cutscene jetzt weg ist, werden wir stattdessen was anderes machen. Ich werde sie reinschneiden, wahrscheinlich. Und werde jetzt erstmal zum Gerundorf gehen. Weil um das Rennen machen zu können, brauchen wir ein Pulverfass. Und das werde ich jetzt mir schnappen. Nee, das war der falsche Weg. Ich verlaufe mich ja schon wieder. So, komm, Gerone geht schneller. Ach stimmt ja, die vertragen kein Wasser. Okay, dann mit Hasenohr. So, hier will ich jetzt noch nicht hin in das Haus. Das bringt mir jetzt noch nicht viel. Nee, ich möchte stattdessen mal zum Prüferfass. Typi. Der war im Gorunschrein. So. Da oben Tingeltangel Bob, seine Karten habe ich schon gekauft. Das heißt, das muss ich jetzt nicht mehr machen. Hier unten war eine heiße Quelle. Wofür auch immer. Das Eis ist ja geschmolzen. Und Junior da oben wartet schon, weil er das Rennen sehen will. Und ich würde ihm doch schon gern diesen Gefallen tun mit dem Rennen. So, da wohnt der Gute. Mal sehen, was er uns zu sagen hat. Ich verkaufe Pulverfässer, das bekannteste Produkt der Goron. Aber leider darf ich keine Pulverfässer verkaufen, der kein Goron ist. Tut mir leid. Achso, ja, gut, okay. Lala, Pulverfässer. Brauchst du ein Pulverfass? 6 Millionen Worten knallen, gefährlich. Möchte das Ganze beginnen. Willst du es versuchen? Ja. Schaffst du es, den Felsen der Eingang zu Rennstrecke versperrt und mit dem Pulverfass zu zerstören? Hast du meine Prüfung bestanden? Na gut, den müssen wir jetzt quasi bis dahin schleppen.
und aufpassen, dass das Ding nicht explodiert unterwegs. Ach stimmt, ja, ich muss das Ding jetzt hier aufschmeißen. So, da müssen wir jetzt bis zum Kind da oben, also bis zum Felsen. Und das müssen wir jetzt möglichst fix schaffen. Ansonsten... ist das Experiment fehlgeschlagen. Und das zweite Mal kostet, glaube ich, Geld. Ach nee, das Experiment muss erst gelingen und dann können wir offiziell damit arbeiten. Shit, ich glaube, ich hab's schon vergeigt. Ja, das kann ich im Grunde schon vergessen, weil die Lunte brennt relativ fix weg. Und ja, wenn das nicht reibungslos klappt, dann können wir die Sache vergessen. Und die Lunte ist schon sehr, sehr abgebrannt. Ich gehe mal hier oben lang. Ich glaube nicht, dass es noch reichen wird, oder? Nee, es wird nicht mehr reichen. Das wird zu knapp. Du haust auch mal ab, du komischer Wolf. Du nervst mich gerade. Nein. Leider nix. Ah, gut, dann werden wir uns das für den Questpart aufheben, wenn wir mit dem Pulverfass dort oben hingehen. Also das war's von mir, Wacky Light. Im nächsten Questpart geht's dann darum, dass wir mit dem Pulverfass dorthin zu den Felsen gehen und versuchen, ihn wegzusprengen. Also bis zum nächsten Mal bei Let's Play Majora's Mask. Euer Wacky Light. Tschüss.